Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka. Es geht immer noch ums Ich oder Ego oder um beides. Gestern schrieb mir jemand, dass Eckhart Tolle irgendwo gesagt haben soll, dass das Ego eine evolutionäre Notwendigkeit ist. Und deshalb stimmt mir der Fragesteller zu, dass man das Ego nicht verkloppen oder vergewaltigen müsse. Ne? Zunächst mal zu der Frage, ist das Ego eine evolutionäre Notwendigkeit? Macht das Sinn? Für mein Gefühl macht es nur begrenzt Sinn. Denn, ja, zunächst ist ja die Frage, die nächste Frage, eine evolutionäre Notwendigkeit für wen? Beziehungsweise Evolution wovon? Evolution bedeutet ja sowas wie eine Weiterentwicklung. Ne? Da entwickelt sich etwas weiter. Was ist das, was sich da weiterentwickelt? Und warum ist es für dieses Etwas, das sich im Prozess der Evolution befindet, notwendig, ein Ego zu entwickeln? Ne? Und die Antwort scheint auf der Hand zu liegen. Das ist das Kosmische. Eine Bewusstsein. Das heißt, wir alle sind Teil dieses Prozesses. Da ist das kosmische Bewusstsein auf dem Weg zu sich selbst. Auf dem Weg der Selbsterkenntnis. Und an einigen Stellen, das sind dann die erleuchteten Gurus, da ist es schon ein bisschen weiter. Da ist es schon zu sich selbst erwacht. Und an anderen Stellen, so wie hier bei Muho, da ist es noch ein bisschen verwirrt. Ne? Aber in 100.000, 10.000 Jahren ist es vielleicht schon weiter und dann nach einer Million oder nach einer Milliarden Jahre sind alle erwacht und plötzlich ist da nur noch das eine kosmische Bewusstsein. Aber macht das Sinn? Für mein Gefühl nicht, denn was ist das kosmische Bewusstsein? Vom kosmischen Bewusstsein wird ja immer wieder gesagt, es ist ewig. Das kosmische Bewusstsein ist nicht in der Zeit. Warum sollte es das kosmische Bewusstsein nötig haben, erstmal eine Evolution in der Zeit durchzumachen, um dann eines schönen Tages sozusagen im ewigen Jetzt aufzuwachen? Ne? Auch das macht für mein Gefühl wenig Sinn. Ne? Interessant ist es eine interessante Theorie, genauso wie die Theorie, dass das kosmische Bewusstsein sich gelangweilt hat und dann aus eigenem Entschluss vergessen hat, dass es das kosmische Bewusstsein ist und sich mit den vielen Egos, die es zur eigenen Unterhaltung geschaffen hat, plötzlich identifiziert hat. Ne? Oder im Christentum, da gab es die Gnostiker. Ne? Im Christentum ist ja die Frage, ja, wie kommt es, dass dieser eine allwissende, gute Gott diese schlechte, unvollkommene Welt geschaffen hat? Ne? Wenn der Gott wirklich gut und allwissend und allmächtig ist, dann hätte er doch eigentlich eine bisschen bessere Welt schaffen können. Und die Gnostiker sagen ja, der Schöpfergott ist ja ein anderer Gott als der allwissende, allmächtige, gute Gott. Ne? Der Schöpfergott ist ein Demiurg, heißt er, glaube ich. Ne? Der Demiurg, der hat zwar die Welt geschaffen, aber das ist kein guter Gott, das ist ein unvollkommener Gott. Das heißt, die Erklärung liegt darin, diese phänomenale Welt wurde von einem unvollkommenen Gott geschaffen. Aber das eine große Sein, ne? Das hat damit direkt nichts zu tun. Ne? Dann ist immer noch die Frage, ja, wo kommt dieser Demiurg her? Ne? Warum? Warum hat er der große, vollkommene Gott, wenn der es war, diesen Demiurg in die Welt gesetzt? Ne? Beziehungsweise, ja, wer hat den Demiurg in die Welt gesetzt, der die Welt erschaffen hat? Ne? Letztlich gibt es, fürchte ich, keine gute Antwort darauf. Aber wie dem auch sei, Eckhart Tolle meint offenbar, laut dem, was der Fragesteller da irgendwo gehört oder gelesen hat, dass das Ego eine evolutionäre Notwendigkeit ist und deshalb muss man es nicht verkloppen und vergewaltigen. Und mit dem letzten Teil stimme ich natürlich überein. Weiter, der Fragesteller schreibt, für mich war die Ego-Thematik
lange wie ein Knoten und ich habe regelmäßig versucht zu gewinnen und selbst wenn ich glaubte, gewonnen zu haben, war ich irgendwie doch der Verlierer. Ne? Genau das ist der Punkt. Es geht ja darum zu erkennen, dass Ego ist eine Illusion, die uns an das Spiel bindet und wir wollen immer die Gewinner sein und plötzlich machen wir diesen Kampf gegen das Ego zum Teil des Spiels. Wir spielen jetzt ein Spiel mit dem Ego, wir erklären das Ego zum Feind und da ist irgendeiner hier, der das Ego verkloppen, provozieren und sogar vergewaltigen will. Ne? Und ist natürlich die Frage, ja, wer ist denn das? Ne? Und spielen wir nicht dasselbe Spiel weiter? Ne? Bloß, dass wir jetzt die Gegner das Ego nennen. Ne? Bis dahin glaubten wir hier, das ist mein Ego, das immer gewinnen will. Und plötzlich erklären wir das Ego zum Bösling und stellen das Ego ins gegnerische Tor. Und wir wollen einen Elfmeter haben gegen das Ego. Ne? Genau das ist natürlich Ego. Ne? Und wenn man glaubt, gegen das Ego gewonnen zu haben, ist man natürlich immer noch der Verlierer. Ne? Denn man ist immer noch Ego. Ein Knecht des Ego. Kurzum, es war wohl wieder ein Spiel, welches ich mit mir oder das Ego mit sich selbst gespielt hat. Genau, ne? Da stimme ich dem Fragesteller total zu. Wenn ich nun sitze, dauert es nicht lange. Und mein Monkey Mind, also der Affengeist, aka Ego, will wieder spielen. Ich versuche nun diese Gedanken anzunehmen, meinen inneren Affen zu akzeptieren und wertzuschätzen. Schließlich hat diese evolutionäre Besonderheit transgenerational meine Existenz ermöglicht. Seitdem ich das tue, wird er gefühlt etwas stiller. Spielen will er aber immer noch. Also das, was ich immer mit der Metapher von den Schafen auf der Weide versuche auszudrücken. Wenn man glaubt, da den Schäfer spielen zu müssen, der die bösen Ego-Schafe da einsperrt in den Zaun oder die guten Seiten des Egos, die es ja auch irgendwo gibt, die weißen Schafe versucht zu trennen von den schwarzen Schafen. Ne? Solange man den Schäfer spielt, der dem Ego glaubt, bestimmen zu müssen, was es darf und was es nicht, ist man immer noch ein Knecht des Ego. Ne? Und wenn man einfach mal nur dem Ego ein bisschen Freilauf lässt, ne, sich nicht damit identifiziert, aber auch nicht glaubt, das kontrollieren oder provozieren oder vergewaltigen zu müssen, ne? Da ist plötzlich auch das Ego sehr viel relaxter. Ne? Okay, weiter zur nächsten Frage. Ich bin mal eben abgetaucht, weil ich meine Lesebrille losgelassen habe. Der nächste Kommentator stellt sich hier auf die Seite des ursprünglichen Fragestellers, der gesagt hat, es geht doch im Zen darum, das Ego zu vergewaltigen. Ne? Einer der wenigen, der meinte, das macht doch eigentlich Sinn. Ne? Und zwar schreibt er das Folgende. Warum den Begriff Vergewaltigung negativ erachten, wenn dort nichts ist, was vergewaltigt werden kann. Also wenn es kein Ego gibt, das vergewaltigt werden kann, dann ist ja auch gar nichts Schlimmes dabei, wenn man das vergewaltigt. Wenn da einer wäre, der das Opfer der Vergewaltigung wäre, ne, dann wäre das natürlich ein Problem. Aber wenn es nichts zu vergewaltigen gibt, dann ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Ne? Wobei ich in meinem ursprünglichen Video ja nicht gesagt habe, nee, das Ego nicht vergewaltigen, weil das dem Ego dann wehtun könnte oder schmerzen könnte, sondern eben genau aus dem Grunde. Warum sprichst du von Vergewaltigung des Egos, wenn es letztlich nichts gibt?
ne, dass man vergewaltigen müsste. Aber gut, der Fragesteller hier hinterfragt meine Schwierigkeiten, ne, fragt mich, warum hast du denn Schwierigkeiten mit dem Begriff? Wenn du beschreibst, dass du einst dachtest, auf dem Kissen zu sterben, hast du versucht, deinen inneren Widerständen mit Gewalt Herr zu werden. Also bei mir war es ja auch so, als ich auf dem Kissen starb, dass ich versuchte, mit Gewalt meinen inneren Widerständen Herr zu werden. Da würde ich widersprechen. Ne? Also wenn ich vom Sterben auf dem Kissen spreche, und das tue ich ja auch immer wieder, dann klingt das vielleicht in manchen Ohren etwas brachialisch, ne? Nach Samurai-Geist. So ist es nicht gemeint. Ich meine das Loslassen. Und ich meine genau nicht, dass man versucht, seiner inneren Widerstände Herr zu werden, sondern dass man aufhört damit, versucht zu versuchen, seiner inneren und äußeren Widerstände Herr zu werden. Man gibt auf. Man lässt total los. Man wird zur Weide, ne? Das meine ich in der Metapher mit dem zur Weide werden. Du erlaubst den Schafen, auf dir rumzutrampeln, von dir zu fressen und auf dir zu scheißen. Und wenn die Schafe dann beleidigt sind, wenn ich Scheiße sage, es tut mir leid, ne? Aber du erlaubst den Schafen mit dir zu machen, was sie wollen. Du stirbst auf dem Kissen. Das bedeutet nicht, der Schafherde Herr werden zu wollen. Es bedeutet auch nicht, diese illusionären Schafe zu vergewaltigen. Nein, um Gottes Willen. Aber damit weiter morgen. Vielen Dank fürs Zugucken und tschüss.